Ja, komm. Schrapnell noch ein bisschen mehr an Schaden. Da haben wir die Gegner aus der Entfernung auch mit weg. Okay, Boss, kommen Sie. Bin vorbereitet. Nur noch keine Ahnung, wo der Boss ist. Der ist bestimmt irgendwo auf der linken Seite. Ja, da war sein Arm. Da war das Schild aktiv. Au. Nein. Jetzt müssen die scheiß Viecher kommen, ne? Reicht nicht. Haben wir noch was? Winston, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie geht's dir, Winston? Oh, geil. Wir können die nächste Waffe freischalten. Lever Action Rifle. Yeah. Bullet Damage 10. Polieren sie aus, auf hart. Winston, wie ist es dir? Oh, die ist ja nice. Den Gegner. Achso, den haben wir auch schon gekillt. Wow. Boah, ich glaube, hier können wir eine ganz brutale Kanone draus machen. Erstmal die Feuerrate erhöhen. Wo kommst du denn her? Aus der Dunkelheit. Bullet Damage, natürlich. Wie die durchhauen können. Ha, geschafft. Oh je. Anscheinend keinen guten Anruf, Winston, oder? Da wollte ich mich bedanken. Muss erstmal husten, ey. Oh, Champion! Haut er mir jetzt auch noch 200 Bits rein. Danke für deine Biddies, Champion. Und vielen lieben Dank für dein Follow. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Eigentlich schon guten Morgen, ne? Ja, Viertel nach ein. Nach eins, nach zwölf, Entschuldigung. Ich hoffe, dir geht's gut, Champion. Vielen lieben Dank. Spielst du das auch, Champion? Boah, wieder so, 1000 Fragen auf einmal stelle ich, ne? Oh, die Waffe ist ja mein Traum. Wo ist der dicke? Wo ist der dicke Käfer? Okay, wir müssen noch ein bisschen reinballern. Speed, nicht so unbedingt. Movement, Projektile verlangsamen gerne. Boah, wie viele da kommen! So. Alles gut, Winston, alles gut. Oh, ich dachte, da wäre schon was Schlimmes, weißt du? Um diese Zeit sind Anrufe meist eigentlich nicht so gut.
Ja, Champion. Also wenn du das Spiel magst, kannst du gerne hier noch zuschauen. Wir werden noch ein bisschen weiter hier reingrinden. Minecraft spiele ich zwar jetzt nur noch offline, also nicht mehr online. Und on-stream, nicht online. Aber wir haben vielfältiges Programm hier. Wir spielen Tarkov, wir spielen momentan. Nochmal. Da war die Stimme, krass. Endlich habe ich sie mal gehört. Vielen Dank, Champion, für deine 100 Biddies. Danke dir. Ich dachte, ich hör die Stimme nie. Die es vorliest. Here comes the money. Here we go. Ey, Champions, rast aber nicht hier aus. Hallo. Das Spiel kommt ja noch nicht mal ansatzweise an Minecraft ran. Ja, auf jeden Fall, wir spielen Starfield, weil es gerade, ne, nicht nur hip ist, ich find's richtig gut. Es macht Spaß. Aber alle, die, ich weiß noch nicht mal, ob alle dabei waren, als ich hier noch No Man's Sky gespielt habe, fand ich auch ziemlich geil. Alter Champion. Danke für deinen 200 BDs, ey. So, Multishot. Komm, wir rüsten diese Waffe jetzt mal richtig gut aus, oder? Ich scheiße jetzt gerade auf sämtliche anderen Sachen. Wir würden das hier nehmen. Ja, aber auch wirklich aus dem Nichts. Ja, ansonsten, also ich spiele auch gerne alte Spiele, ne? Sowas wie Seven Days to Die. What the hell is that? Ist übrigens für Donnerstag geplant. Was ich noch den Stream sagen möchte, ich habe zwar einen Streamplan vorgegeben auf dem Discord, aber es wird höchstwahrscheinlich, wenn es nicht Mittwoch sein sollte, weil wir haben ja Mittwoch sowieso streamfrei, aber wenn es doch unter der Streamwoche fällt, muss ich einen Tag rausnehmen. Ich weiß noch nicht welchen, aber da wollte ich mal weg. Weg von hier drum, ne? Einfach mal wohin. Ein bisschen Urlaub zu machen für einen Tag. Oh ja, Winston Spider-Man 2. Boah, ich will auch. Und glaub mir, wir wollten ja auch noch die Plazy Games machen, ne? Ich hab die immer noch auf der hohen Kante liegen. Und glaub mir, ich bin kurz davor, auch noch God of War zu kaufen. Weil es auch ein geiles Game. Das haben wir schon auf der Plazy gezockt, aber, ohne Capture Card mache ich das nicht mehr. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Unreal Tournament, die erste Version. Welche ist die erste Version? War die vor 2000? Also ich habe Unreal Tournament 2004 gespielt. Aber nicht mehr aktiv. Ich weiß, da kam Unreal 3 raus. Irgendwann wurde Unreal eingestampft wegen Fortnite. Eigentlich schade, ne? Unreal war mein Shooter damals, neben Counter-Strike. Das ich auch nicht mehr spiele. Ragnarok ist ein Meisterwerk. Nicht reingeschaut. Also ich habe schon vieles von Ragnarök gesehen, aber das ist nicht so meine Richtung, Winston, weißt du? Also generell, alles, was so Rittertum zu tun hat, Schwerter, Magie und so weiter, ne, das ist nicht so mein Ding. Oblivion 4 habe ich gespielt. Der vierte Teil, Oblivion, so. Den fand ich auch ganz cool, aber der hat mich dann auch irgendwann nicht mehr gefetzt, leider. So, Flashbangs nehmen wir. Komm, wir müssen überleben, überleben, überleben. Weg, 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 weg mit euch, ihr Scheiß. Ungeziefer. Mehr Damage, ne? Wir gehen jetzt auf Damage. Feuerrate stimmt. Unser Damage noch nicht.
Ey, und ich liebe es, ne? Es ist so ein einfach gestaltetes Game, aber es macht so ein Fett. Danke, Claudia. Du meinst God of War, Entschuldigung, Winston, Entschuldigung. Ich war jetzt bei Dragon Age, ne? Dragon Age, ja. Boah, da habe ich auch noch nicht mal reingeguckt. Also bei God of War Ragnarök. Rambo habe ich auch gefeiert. Ja, aber Champion, wenn dir die Spiele gefallen, sehr gerne, ne? Also, wenn nicht unbedingt mein Internet wieder abkackt, wie heute auch schon wieder, dann sind wir auf jeden Fall dabei. Oh, guck mal hier. Oh, lecker, 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 lecker. Und ich spiele halt auch sehr viele Indie-Games, aber im Moment ist das so eher auf dem... auf Eis gelegt. Weil im Moment gibt es ein paar Games, die sind gut. Aber da komme ich nicht ran. Aber das, da komme ich nicht ran. Klar, ich könnte sie mir auch kaufen, ne? Aber... ich kaufe meist nur Games, die ich selber richtig geil finde. Und es ist halt auch toll, wenn man ein Spiel mal vorstellen kann, ne? Wenn man so ein Key geschenkt bekommt. Aber das Ding hier zum Beispiel war auch echt ein Glücksgriff. Aber ich war bei dem Game wieder zu spät dran, ne? Ich hab's bei Steam gefunden, hab gedacht, komm, da machst du jetzt nächste Woche, unter der Woche im Stream. Und da haben schon zwei große Content Creator rausgehauen. Wobei bei mir, bei meiner Größe ist es nebensächlich. Die meisten kriegen, nur auf meine Stammzuschauer kriegen ja mit, wenn ich hier, ne? Solche Games mal vorstelle. Alter, wir fingen ja richtig weg hier. Danke für die Links, Claudia. Schau auch gerne vorbei, Leute. Discord, YouTube. Flair of the Champion, ganz witzig zu sehen, was wir schon alles gespielt haben. Ist alles bei YouTube, fast alles. Alles ist gelogen. So, jetzt machen wir noch ein bisschen hier Power, ne? Also unübersichtliche Power in dem Game. Plasma kommt mit rein. Ah, die Waffe ist richtig nice. Das wird echt unübersichtlich gerade. Oh ja, Projektile verlangsamen, mehr Damage, gerne. Oh, Winston, danke dir. Mann, ey, weißt du, sowas baut immer auf, ne? Champion, ich bin schon seit 5 Jahren dabei hier auf Twitch. Einmal mit einem Kaltstart wieder, weil mein Account wurde mal gehackt. Dann hatte ich 0 Follower und habe wieder von vorne angefangen. Der konnte auf Twitch nichts mehr machen. Also die haben da jetzt nicht irgendwie so eine... Ich habe heute echt viele Aussetzer, was ne, Worte finden angeht. Account, genau. Also dein Account ist nicht irgendwie gespeichert, dass du so und so viele Follower hast, dass man das wieder reaktivieren kann. Nee, ist dann vorbei. Ein Backup, danke Joe, danke. Genau, sowas hat Twitch leider nicht. Anscheinend. Das ist jetzt eine Mutmaßung, weil der Support konnte mir in dem Fall nicht helfen.